Schau in Bistro Fort Ellis vorbei. Es liegt einer Seitengassen der Herbstallee, ganz in der Nähe des Prismatons. Ist das Level Cap? Das habe ich noch nicht geguckt. Das könntest du eigentlich mal gucken. 41. Eis ist stark gegen Wasser, Kusi. Ja, Eis ist stark gegen Wasser. Ich weiß, dass Feuer die den Angriff senkt, aber das gesehen? Paralyse so. Langsamer macht, habe ich noch nie gehört. Literally. Ah, so, warte mal. Was hat sie gesagt? Hinter welcher Nummer bewegt sich nun? Bin ich richtig? Hallo? Kannst du ihn nochmal anschauen? Saftbar, da gehöre ich hin. Ein Saftladen. Ah, okay, gut. Mach dich weg! Nein. Ist das ein Biblion? Ich bin mir jetzt echt, ehrlich gesagt jetzt echt unsicher. Wait. Ich glaube die zwei. Das ist das Ding, wovon ihr geredet habt, oder? Oder? Ja, die Illumina-Galetten. Ach, das ist ein Heil-Item gewesen, deswegen habt ihr das so schelmisch gesagt. Nein, ich verschwende keine Zeit. Ich will die Illumina-Galetten haben. Mann, dann macht er schon wieder Hypnose. Leute, wo? Ach so, ich soll da. Okay. Take me to church, Taxi. Habe ich eigentlich ein Ding? Moment, ich muss gucken. 700? Das war's nicht, das hier? Das war's doch du. Ach, dein Ernst? Du setzt doch einen Zubertrag ein. Wo bin ich? Es kann doch nicht euer Ernst sein. Was denn? Nichts. Cozy. Was ist das alles? Und warum ist die Steuerung so schrecklich? Da, Wegweiser. Ist das das Go-Goat? Café Soleil. Warte, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Café es ist. Bitte wähle die Zielhaltestelle. Ich weiß es nicht. Ja! Café Peluche, das ist, glaube ich, gelogen. Was? Ja, das passt schon, Cozy. Du gehst genau richtig, genau dahin. Ich weiß nicht, wohin du willst, aber es wird schon passen. Was meint ihr? Das! Mann, die sollte sich auch so heilen. Da war eine Gasse. Oh, ey, wieso macht ihr sowas? Das tut mir so leid. Also das ist meine Chance, um aufzuholen, Mann. Jetzt mache ich diesen hier. Wo bin ich? Jetzt macht er noch einen Übertrag. Okay. Gut, kann er machen. Kann er machen. Ich bete einfach, dass Andy auch so lost ist. Und jetzt kommt Rox M dran. Ob er die Seitengasse gut findet? Die Stadt, die ist cool, ne? Die ist schon groß. Kann man sich gut verlaufen. So, warte, wo nochmal ein Pokémon-Center? Das Rote. Das Rote? Ist das der Pokémon-Center gewesen? Das Rote da hinten? Achso, ich kann auch zuerst dahin. Egal, jetzt bin ich hier schon da. Und all is well. Ja, es ist echt schön. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, Cozy. Das findet man nicht so leicht. Ich würde, glaube ich, auch ein bisschen strugglen. Sehr schön. Keine Ahnung, wo das nochmal war. Mann. Ich wollte mich gerade beschweren, dass Babsi jetzt an die Tipps gibt. Aber ich habe auch Tipps bekommen, nur habe ich es nicht hingekriegt. Nee, das war doch, wenn ich mich nicht irre, hat er gesagt. Something about the Herbst, nee, das ist die rutschen. Nee, das ist genau. Dann muss es das sein. Oh no! Ich hab ganz vergessen, was die nächste Arena ist. Und die wird sehr leicht zu failen, das wird schwer. Okay. Was für ein Ding? Was zur Hölle ist das denn? Nee, warte. Was ist das auch nicht? Warte mal. War das nicht Flo? Irgendwas mit Flo. Okay, jetzt kann ich gehässig sein. Jetzt finde ich es auch lustig. Oh, du bist das. Zwischengassen, ja schon, aber... Achso, du meinst... Oh. Alter, die sind ja... Was? Irgendwo da? Da konnte ich gar nicht rein, da bin ich davor gelaufen. Wie dreist ist das denn? Wow, das hat ja gar nichts gemacht. Ah. Das Gestein ist... Weißgestein, oder?
Achso, okay. Ja, okay. Ja, das ist okay. Alles klar. Andi sagt immer alles klar, aber weiß nicht, worum es geht. Alles klar, nee. Alter, dieser Kurs, der triggert mich doch mehrmal. Der rote Pfeil. Entschuldigung. Das ist doch. Aber wenn du wütend bist, dann kannst du dich nicht konzentrieren. Ja, das ist ja versucht, die Ruhe selbst zu sein. Sei die Ruhe selbst an. Ja, genau, ich sei die Ruhe selbst. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft aus dem Inneren. So. Jetzt kommt genau dazu und nervt auch. Sehr schön. Okay. So. Strategisch. So. Jetzt ist mein Glutexo leider schon angeschlagen, aber ich will es gerne leveln. Ich versuch's einfach. Wait, das war Stein-Stahl, glaube ich. Tja, Cosi. GZ. War wohl nix, ne? So lange habe ich doch nicht gedauert. Das ist länger, als ich befürchtet habe. Das ist schon mal gut. Aber ja, es ist beunruhigend. Und damit haben beide das besagte One Piece Café gefunden. Cool, oder? Gerne auch ein Like da lassen. Danke. Was haben wir denn da? Jetzt brauche ich nur noch ein. Wie heißt das eine Pokémon da? Mew. Das, was den Schwanz die ablöst und so, dies und das. Erklären? Nee, das. Flagmon ist das da genau. Das löst seinen Schwanz ab? Ja, ich glaube schon, oder? What? War da nicht irgendwas mit Team Rocket? Achso, nee, das war was anderes, hoppla. Vergiss mir das nicht. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo jetzt die Route ist. Da fahre ich jetzt auch jetzt mal 10-mal den Kreis. Ferret, genau. Nutze ich zu wenig, ne? Oh, sorry. Was ist das? Was ist das für eine Route? Einmal für euch. Na, da bin ich hergekommen, ne? Genau. Jetzt regt er das vor allem jetzt, wo ich Glutexo leveln will. Ja. Schön. Ich komme, Cosi. Man Routen. Routen, oh mein Gott. Lord Air. Ey, warte mal. Was soll das denn? Grüß dich, Lord Air. Oh, die Passage kenne ich sogar. Die habe ich so gut in Erinnerung. Wow. So ein bisschen halt. Ja, weil die so cool ist. Jetzt bin ich dran. Nein, ich will einfach nur weitergehen. Sirene, haben wir nicht gerade vorhin gekämpft? Du hast gesagt, dass mein Rosea sich nicht entwickeln kann. Da habe ich gesagt, okay. Ja, schade, danke für den Hinweis. Okay, wieder da. Cosi, bist du auch da? Cosi Musi? Ja, gerade wieder. Komm, warte mal. Nein. So, machen wir gleich weiter. Tanzperformance. Bin ja jetzt auch kämpfen, oder was? Ich bin so doof. Jetzt nicht, ich muss weitergehen. So rausgehen, was? Nee, da können wir jetzt nicht hin. Leute, die Gerüchte lassen wir jetzt. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Leute! Weggedreht, wie nett war das denn? Ich wollte schon sagen, was ist das jetzt für ein Pokémon? Beschatten soll es aus wie eine Bohne. Okay, let's go. Zack. Na, was sagst du jetzt, du Bohne, ne? Glutex entwickelt sich. Nice. Wer? Glutexo? Video-Tutorial in Discord gepostet. Geht das nicht schneller? Da, die Trainerin, die war richtig cool. Ich möchte gegen sie kämpfen, weil ich finde ihr Arzt ja richtig cool. Dann kämpf. Keine Einwände. Oh, weißt du was? Du gehst mir auf den Sack. Ich gehe. Ja, dann mag ich. Oh, das ist jetzt richtig, das Arzt finde ich richtig genial. Hexe, Carry. Sehr gruselig. Kannst du Spiele noch oft genug machen? Ja, True, hast auch recht, aber irgendwie... Ich wollte das Arzt nochmal sehen. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung gehabt, weil... Ja, hast recht gehabt, ich weiß. Sorry. Okay, das ist wieder Peak X and Y. Ja, X and Y. Es gab eine ganz dunkle, stürmische Nacht. Der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann von diesem Haus wieder. Das Licht funktioniert nicht. Also das suchte ich vor Angst, das erfüllt das Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich sonst noch jemand in dem Haus befinden würde. Oh Gott, die Kamera. Ich tastete mich in die Küche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwache, fade Licht das Zimmer ganz leicht.
sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. In einer Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Ich war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hätte und ihn zu fragen, ob er mich diese eine Nacht hier übernachten lassen könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte: Nicht näher kommen. Ich entschuldigte mich und versuchte dem Mann meine Situation zu erklären. Bitte, Sie müssen mir helfen. Der Mann erwiderte nur: Ich rede nicht mit dir. Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann: Kannst du sie nicht sehen? Hinter dir. Die Männer ohne Gesichter. Oh oh, die Männer ohne Gesichter. Das war sie also, meine Gruselgeschichte, an die ihr euch nicht sicher noch lange, lange erinnern könnt. Mich zu trinken geben? Ich glaube, ich habe schon die Geschichte gehört, die hat mir Kosi erzählt gerade eben. Die können wir ruhig überspringen, Leute. Nee, überspringen ist verboten, Andi. Achso, na dann lass mal's. Imagine. Aber war nicht so spannend? Na gut, dann gehen wir wieder. Dann legen wir los. Ich erzähle jetzt auch die Geschichte. Es begab sich immer. Die Männer ohne Gesichter. Oh mein Gott.